Der hat es auch lange in Bingen gespielt. Ich hatte sogar mal die Ehre, mit ihr doppelt zu spielen in Dülmen. Genau, das war, glaube ich, sogar ihre erste Station, nachdem sie nach Deutschland quasi gekommen ist. Und wie war's? Ja, gut, Abwehr, Angriff. Man ist auf irgendeine Art und Weise natürlich immer limitiert. Und damals war der große Rivale, die beiden Top-Mannschaften, war Dülmen und Steinhagen. Und wir haben eigentlich soweit immer alle Spiele gewonnen, bis glaube ich, ab und zu mal dann gegen Steinhagen ein Spiel verlieren im Doppel. Aber ja, war spannend, wir hatten Spaß auf jeden Fall zusammen. Gleich spektakulär los. Dinger Peng in der Hinrunde auch gegen Göblingen gespielt, allerdings nicht gegen Annette Kaufmann. Als sie im unteren Parkkreuz gespielt hat, oder? Ja, oder nicht mitgespielt, das habe ich jetzt. Ich habe mal die Bilanz von Dinger Peng angeguckt. Sie hat gegen Hongi Gotsch gespielt und gegen den Chiao Zizuan. Ach so, okay. Ich sehe schon, Annette weiß, was passiert. Sie versteht das, glaube ich, so ein bisschen und okay, ich gebe einen Tipp ab. Annette wird, glaube ich, gewinnt. Und du? Was sagst du? Muss ich jetzt auch rein? Ja, ich glaube es auch. Wäre jetzt lustiger, wenn ich dagegen wette, aber es ist sowieso beeindruckend, wie stabil und ja auch, also für mich als Laie auch schon so ein reifes Spiel hat, obwohl sie ja auch erst 16 ist. Ja, das stimmt. Also sie versteht Tischtennis, sie weiß, was passiert, sie ist auch unglaublich talentiert, kann schnell Dinge umsetzen im Training, sie verliert nicht so viel Zeit mit, wie ich vorhin auch erzählt habe, mit Nina, man sagt ihr einmal was und sie kann das halt relativ schnell dann noch umsetzen und es ist stabil und sie macht sich Gedanken, passt das zu ihrem Spiel, möchte sie das spielen, kann ich das einsetzen, da trennt sich dann halt nach oben hin auch oft die Spreu vom Weizen, wie viel Zeit man benötigt, um neue Dinge einsetzen zu können in seinem Spiel, um die technisch auch umsetzen zu können. Und da in der Hinsicht ist sie unglaublich clever und talentiert auch. Und was mir bei ihr auch gefällt, sie ist so bissig und sie will unbedingt. Und wie sagen wir so schön, sie frisst den Tisch auf. Und das kann man ihr halt auch ganz deutlich sehen. Also sie hat ziemlich wenig Lust zu verlieren. Und führt jetzt auch 9:6, 9:7. So, jetzt mal der Federn mit der Vorhand. Ausgleich 9:9. Die
Aufstellung war natürlich schon wieder ein Pokerspiel, so wie sich das für mich, so wie das für mich aussieht. Das nächste Spiel ist dann Shan gegen Hongi. Dieses Spiel, glaube ich, wollte vermutlich Böblingen nicht. Und Berlin hat gepokert und hat Shan aus dem Grund auf 3 gesetzt, weil sie dachten, dass Hongi auf 3 spielt und die haben das Spiel bekommen. Was war das? 9-6 für Annette. Genau. Aber jetzt den Satzball abgewehrt zum 10-10. Starke Vorhandattacke. Jeder, der zwischen das Spiel weiß, das ist das unangenehmste Abwehrspieler, die auch noch angreifen. Ja. Und das macht sie sehr gut. Und er spielt sich den zweiten Satzball. 11-11. Diese Bälle sehen ziemlich einfach und auch ja, und etwas halb hoch, aber haben eine ganz gute Länge von Yaping. Und ich glaube, da wäre das ein oder andere Mal die bessere Entscheidung von Annette, den vielleicht auch nochmal mit Sicherheit auf den Tisch zu ziehen und zu warten, bis die Bälle etwas kürzer sind von Yaping, dass sie die dann ja, mit ihrem gefährlichen Schuss attackieren kann. Was Annette auch ganz gut macht, was mir gefällt, ist, dass sie auch mal Aufschlag erster Ball spielt und da die Eröffnung auch in die Parallele geht, dass Yaping als Abwehrspieler nicht so viel Zeit hat. Und ja. Aber sich jetzt den vierten Satzball erspielt. Ja. Mal schauen, ob sie nochmal dagegen halten kann, Annette Kaufmann. Super. Ja. Für mich sind momentan die Punkte von Yaping ja, die Fehler von Annette so ein bisschen eher so Unforced-Errors-Fehler, die sie, glaube ich, wenn sie den Kopf nicht komplett verliert, auch erschweren kann. Ja, oder zu vermeiden weiß in den nächsten Sätzen. Aber man weiß natürlich nie, wenn sie jetzt den ersten Satz unglücklich verliert, dass sie dann ihren Kopf verliert, was ich jetzt nicht glaube, aber ja, sie versteht da schon, was sie tut. Sieht das zumindest für mich aus. Ja. Und dann gewinnt sie den Satz doch mit ihrem ersten Satzball. Das ist mal effizient von der 16-Jährigen. Erst 4 abgewehrt und dann den ersten selber genutzt. Zum 1-0. Das ist auch oft bei Yaping, dass wenn sie nach vorne muss, zum Tisch einen Ball schupfen muss und dann schnell zurücklaufen muss, man ihr dann schon anmerkt, dass sie, wie soll ich, keine 20 mehr ist. Dass da vielleicht auch ein wenig die Spritzigkeit und Schnelligkeit verliert. Verloren hat. Ja, sie grüßen dich auf jeden Fall allen noch freundlich hier. Shanti Manns und Sabine. Also so schlimm kann es letzte Woche nicht gewesen sein. Ja, da bin ich froh drum. So, nochmal an alle, die hier im Chat dabei sind und im Livestream. Ihr könnt gerne auch was schreiben und mal eine Frage stellen. Wir lesen da auch mit. Ja, Annette Kaufmann, Doris Simon coacht sie, beziehungsweise coacht sie auch Böblingen, aber sie glaube ich auch privat. Über Annette Kaufmann wurde glaube ich auch viel gesagt und gesprochen. Sie hat in den letzten 1-2 Jahren irgendwie alles abgeräumt. U21 EM, U15, U19, ist Europameister mit der Mannschaft bei den Damen geworden. Also ist aktuell, und da sagt man glaube ich nicht so viel, die größte Nachwuchshoffnung im deutschen Tischtennis bei den Damen. Und stellt das im ersten Satz einmal mehr unter Beweis. Und auch deine Fachkompetenz. Zumindest für den ersten Satz. Ging bis jetzt auf. meine Prognose.
Puh. Glück gehört auch dazu, ne? Da ist noch hinten drauf geplumpst. Zum 3:0. Ja, man braucht ein bisschen Geduld gegen Abwehr. Hier kommt auch die Frage, habt ihr gerne gegen Abwehr gespielt? Ich für mich kann beantworten, ich spiele nicht gerne gegen Abwehr. Wie war es bei dir? Oder ist es bei dir? Ich hatte ja die Ehre, in der Zeit in der Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Als Schöpp, Gotsch, Zörner für Deutschland spielten, und dadurch habe ich natürlich wirklich gefühlt jede zweite, dritte Einheit gegen Abwehr auch trainiert und dadurch mein Spiel gegen Abwehr auch deutlich verbessern zu können. Und aus dem Grund hat es mir einfach auch Spaß gemacht, gegen Abwehr zu spielen. Aber das lag einfach auch nur daran, dass ich im Training sehr oft dagegen gespielt habe. Und das ist halt bei den Spielerinnen heutzutage, die spielen nicht mehr allzu gut gegen Abwehr, aber das ist halt einfach der Grund, dass es nicht mehr so viele Abwehrspieler gibt und die gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so regelmäßig dagegen trainieren zu können. So, jetzt sind es 6:2. Wieder 3 Punkte in Folge für Tinja Ping. Ja, das macht sie sehr gut. Spielt aktiv, holt sie nah an den Tisch und dann direkt eine erste parallele Eröffnung, sodass der Abwehrspieler wenig Zeit hat. Gefällt mir sehr gut. Aber da wieder der leichte Fehler, 7:3. Aber das ist für mich nichts Erzwungenes von Yaping, sondern das ist einfach Unkonzentration von Annette. Diese einfachen kleinen Fehler. Ja. Das sieht man gleich, da wird gleich bei Annette steigt der Blutdruck gleich ein bisschen. Aber so ist sie, das gehört dazu. Macht sie sehr oft, dass sie ihre Eröffnung parallel spielt. Der war jetzt ein wenig zur Mitte und dann kriegt sie auch sehr oft die Chance, einen Endschlag spielen zu können. Boah. Oh, sehr gut. Der war mal richtig. Sie ist auch in der Lage, mit der Vorhand, mit der Rückhand, sowohl diagonal als auch parallel, langsam, schnell, feste, leicht spielen zu können, sodass sie in der Lage ist, gegen viele Spielsysteme erfolgreich spielen zu können. Wieder der leichte Fehler. Ja, meiner Meinung nach auch gar nicht nötig, weil Yaping tut ihr ja nichts. Sie kann ja theoretisch auch den Ball einfach erstmal auf den Tisch spielen und muss gar nicht so viel riskieren. Da ist er, der Satzausgleich. 1:1. Ja. Da sieht man auch, dass sie es oft nicht schafft, tief zu bleiben. Sie ist auch, glaube ich, 1,80. Und das ist halt dann auch für sie entscheidend, den Körper so zu trainieren, dass sie in der Lage ist, den kompletten Ballwechsel in einer tiefen Stellung halten zu können. Und die über 1,70 groß sind, die wissen, wie schwer das ist. Und so geht es ihr halt natürlich auch. Aber trotzdem, auch wenn sie den Satz jetzt verloren hat, schon erstaunlich, wie gut sie auch schon gegen Abwehr spielt, oder? Du hast das auch so ein bisschen angedeutet, da brauchst du auch ein bisschen Übung, da brauchst du ein bisschen Routine. Aber sie hat auch eine, bitte korrigiere mich immer, wenn ich Blödsinn erzähle, schon auch eine extreme Schlaghärte, oder? Also die kann auch richtig Gas geben.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie oft sie mit Hongi, mit Gotsch zusammen trainiert. Das könnte natürlich auch ein Vorteil sein, wobei Gotsch eine unglaublich spezielle Abwehr spielt. So spielt eigentlich kein anderer Abwehrspieler auf der ganzen Welt, aber trotzdem hat man dann schon so ein bisschen Routine, ja, gegen Abwehr natürlich spielen zu können. Sehr gute Länge in der Abwehr von Yaping. Das ist wieder der Schuss. Das macht sie natürlich auch wirklich sehr gut. Da hat sie auch einiges von Petrissa Solja, die halt auch genial war in ihren Platzierungen. Und das macht Annette Kaufmann meiner Meinung nach auch auf einem unglaublich hohen Niveau. Der war zu kurz. Jetzt der glückliche Ball bei Annette Kaufmann zum 5:3. Wenn man von der Schwäche reden kann von Yaping, glaube ich, dass das auch irgendwo das Ziel und die Taktik ist, von Annette sie nah einen Tisch zu holen und dann einen aggressiven ersten Topspin zu spielen. Da hat Yaping meiner Meinung nach so ein paar Probleme, dann schnell sich vom Tisch wieder zu lösen. Ein wenig ungeduldig von Annette, glaube ich. Ja, so ein bisschen die Trefferquote variiert so ein bisschen. Am Anfang des Satzes sehr gut, jetzt wird ein paar leichtere. Jetzt schauen wir mal. Jetzt, ja. Die ersten drei hat sie getroffen, die letzten beide nicht. Und schon steht es wieder 6-6. Genau. Und wir haben ja kein Phrasenschwein. Aber der dritte Satz gegen eine Abwehrspielerin finde ich persönlich schon sehr wichtig. Ja? Ja, weil wenn man dann 2-1 hinten liegt, dann wird es zäh. Ja, ich glaube, die Spieler selbst machen sich darüber nicht so viele Gedanken. Ich meine, deswegen sind sie auch Profis und keine Amateure. Ja. Ich finde halt momentan, Annette verliert, wenn Punkte durch Kleinigkeiten, dass sie einen Rückschlagfehler macht oder ein Topspin-Fehler, der eigentlich gar nicht sein müsste, soll. Wie im Tennis, halt einfach irgendwelche Anfors-Errors, sowas, es muss nicht sein. Und das ist jetzt nicht erzwungen von Yaping. Und also ich bin ganz klar der Meinung, dass das Annette eigentlich in der Hand haben sollte. Ja, sowas, der Ball war wieder lang. Die sollte sich die Bälle einfach gut aussuchen, die sie töten möchte.
So, danke auch für den Hinweis. Anna trainiert nicht nur gegen Hongi, sondern auch ganz oft gegen Florian Blum. Mhm. Das ist natürlich auch ein guter Sparringspartner, wenn es um Abwehr geht. Okay. Hast du gerade die Info zum Chat bekommen? Genau. Die Frage zu den Aufschlägen, die beantworten wir mal in der Satzpause, die gestellt wurde. Ah, jetzt ist Timeout, dann kann ich sie dir doch stellen. Mhm. Wer von den, wir bleiben mal bei den Damen, von den heutigen Spielerinnen, ach steht der Spielerin, hat die variabelsten Aufschläge? Und wie viel Prozent des Trainings ja, im Durchschnitt werden für Aufschläge verwendet? Also Frage 1 war, wer von den Damen hat die variabelsten Aufschläge? Meiner Meinung nach ist ein guter Aufschläger nicht einer, der unglaublich viele gute Aufschläge hat, und, sondern wer am besten mit seinem Aufschlag ins Spiel kommt. Und aktuell in der Damen-Nationalmannschaft ist meine Meinung Nina Mittelham. Die besten, gefährlichsten Aufschläge kommt am besten, und Shan, würde ich jetzt sagen. Diese beiden. Und wie viel Zeit wird am Tag dafür verbraucht, um Aufschläge zu trainieren? Also wir Trainer raten den Spielerinnen, dreimal die Woche in einem normalen Trainingsalltag, 3 bis 4 Mal die Woche, 20, 30 Minuten jeweils Aufschlagtraining zu machen. Die einen machen es noch ein bisschen mehr, die anderen muss man des Öfteren mal daran erinnern. Ja. Also ich persönlich habe unglaublich gerne Aufschlagtraining gemacht. Ich habe mir dann immer eine schöne Playlist gemacht, genau, und habe dann versucht und probiert und habe manchmal auch 1-2 Stunden Aufschläge trainiert und hatte einfach Spaß auch daran. Aber ja, da ist auch jeder anders. Das stimmt. Jetzt super Punkt von Annette zum 9:9. Ja. Super Ball zum 11:9, ja, und sehr zur gut. 2:1 Satzführung für Annette Kaufmann. Ja, sehr gut gewartet, bis der Ball ein wenig kürzer kam von Yaping, und den hat sie dann genutzt, um einen Endschlag zu spielen. Sehr konzentriert, und ja, sie versteht eigentlich, was da passiert am Tisch. Gewinnt auch einfach die 2 knappen Sätze, den ersten und den dritten. Tisch 2, da mal einen Blick hinzuwerfen, führt im Mannschaftskampf der TSV Langstadt mit 1:0, und im zweiten Spiel stehen sich Sabine Winter und Tanja Krämer gegenüber. Da steht es 1:1 nach Sätzen und 7:1 für Tanja Krämer. So, dann schauen wir mal, ob Annette Kaufmann dieses Spiel im vierten Satz zumachen kann. Sie hat so ein bisschen gejammert, dass sie zurzeit viel in der Schule zu tun hat. Nimmt das ja auch sehr ernst, Doppelbelastung, viel am Lernen, auch wenn sie unterwegs ist. Das ist wirklich beeindruckend, welches Pensum da gefahren wird.
Schöner Ballwechsel mit dem glücklicheren Ende für die Berlinerin, die aus dem einmal mehr aus dem Bild verschwindet bei uns. Da reicht unsere Kamera nicht. Aber wir wissen ja, wer sich da versteckt. 3:3. War sie wieder die Vornpeitsche. Hier jetzt. Sehr gut. Da schaue ich mit großer Bewunderung hin. Ein schöner Vorhandtopf von über dem Tisch. Und dann wieder der Fehler. Ja, manchmal wird man auch einfach zu gierig gegen Abwehr, ja, dass man zu schnell versucht, den Punkt machen zu wollen. Das kann auch oft damit zu tun haben, dass man sich nicht wirklich wohlfühlt in dem Ballwechsel, dass man schnellstmöglich den Punkt machen möchte. Und ja, manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck bei Annette, aber von außen betrachtet, ich weiß nicht, wie sie sich wirklich fühlt oder was sie sagt, könnte sie schon noch ein wenig geduldiger spielen und vielleicht den einen oder anderen Vorbereitungsball mehr spielen, um dann den Endschlag zu suchen. Ja. Ja, Ping hat auf ihrer Rückhandseite eine lange Noppen und auf der Vorhandseite kurze Noppen. Meist, wenn man in die langen Noppen schupft, kommt ein Ball ohne Schnitt zurück, sodass Annette den Ball wirklich aktiv nach vorne ziehen kann. Von dem kurzen Ball, womit sie jetzt gerade den Rückschlag gespielt hat, kommt ein ganz normaler Schupfball mit Schnitt. Eigentlich weiß Annette das, aber ja. Tja, in dem Fall geht er ins Netz und ja, zum Satzverlust. Damit steht es 2:2. Wir erleben hier den ultimativen Showdown in dem Match. Nämlich einen fünften Satz.
Schöner Ball von Sabine gegen Tanja. Den sehen wir zwar nicht im Livestream, wir hören vielleicht nur das Jubeln der Schwabhäuser Bank, aber das sieht auch ein bisschen nach einem fünften Satz aus zwischen Sabine Winter und Tanja Krämer. Und wir schauen aber wieder auf unseren Tisch. Ob Annette das jetzt verpackt bekommt in dem fünften Satz. Oder doch Ding Ping. Respekt, wie Ja Ping das Ding hier so ganz ruhig runterspielt und versucht, die Punkte zusammenzukratzen. Und ja, Wahnsinn. Ja, und genau das Gegenteil von Annette Kaufmann. Aber was die Körpersprache betrifft, Körpersprache, hat Ding Ja Ping verheiratet mit Su Shayong. Genau. So ist richtig. Bundesstützpunkttrainer in Düsseldorf und ja, lange Zeit auch Co-Trainer der Herren-Nationalmannschaft. Das Seite von Jörg Roskopf. Selber, glaube ich, Profi-Tischtennis-Spieler gewesen. Ne? Genau. Also eine Tischtennis-Familie. Nur die Tochter nicht. Ja, da schafft es Ja Ping auch in der Vorhandabwehr ohne Schnitt zu spielen. Erste Mal hat Annette das gut erkannt und das zweite Mal jetzt beim dritten Ball, ja, wir sehen es hier gerade in der Zeitlupe, steht sie meiner Meinung nach zu nah am Tisch und schafft es nicht, tief stehen zu bleiben. Ja. So. Für mich ein wenig überraschend. 5:1, bei 5:1 wird die Seite gewechselt. Ja. Und unsere Tipps wackeln. Ja, aber was das Spiel hier für eine Wende genommen hat. Aber gut, ist noch nicht zu Ende. Noch lange nicht, genau. Oh. Puh, die zwei gingen schnell weg. Das geht aber jetzt schnell. Ja. Jetzt wärst du mutig, wenn du noch auf Annette weiterhin setzt. Ja, ich gebe keinen Tipp mehr ab. Das ist gut. Du bist dran danach, okay? Nee, nee. Aber da kommt die Faust, schöner Ball. Ja. Sie versucht, sie macht, sie bleibt dran. Sehr schön. Aber wirklich allerhöchsten Respekt. Man will nicht immer so die Alterskarte fahren, aber es ist ja trotzdem beeindruckend. Was Ja Ping hier ja, noch spielen kann, genau, in ihrem Alter. Gefühlt sieht man keinen Schweißtropfen, zumindest nicht im Livestream. Das stimmt. So, und jetzt bekommt sie 7 Matchbälle zum Sieg und zum 2:0 für Berlin Eastside. Und da ist es. 11:3, 3:2 für Ding Ja Ping. Hut ab vor dieser Leistung. Und man sagt, glaube ich, nicht zu wenig, das war ein ziemliches Break für Berlin Eastside. Die jetzt mit einem Bein im Finale stehen und 3 Chancen haben, dieses Halbfinale für sich zu entscheiden. Und wir holen uns mal kurz einen Kaffee. Auf jeden Fall. Und dann sind wir zum Spiel Shan Cheona gegen Hongi Gotsch wieder zurück. Bis gleich.